Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar, ich hasse es, das zu sagen, hat die Booster gefressen. Das 100-Euro-Projekt, die Booster hat gefressen. Heute auf dem Weg von der Garage nach Hause. Dann habe ich sie erstmal nach Hause geschoben und dann wieder zur Garage. Kuss geht raus an Nils, den Ehrenbruder, der mich mit seiner MT-07 auf dem Weg Richtung Rommerskirchen gesehen hat und mich dann ein Stück geschoben hat. War auf jeden Fall ein Zeitersparnis von mindestens einer halben Stunde. Locker. Ja, ich höre ihn auch gerade, da ist er gerade auf dem Weg. Und ich hole jetzt mal die Booster und dann zeige ich euch, dass der Motor fest ist, der ist kaputt. Da werden wir gleich reinschauen. So, die Booster habe ich jetzt hier reingeholt. Beachtet bitte die Müllsäcke nicht. Ich habe gerade noch mal ein bisschen aufgeräumt hier, damit das im Video ein bisschen anschaulicher ist. Die Müllsäcke tragen jetzt nicht gerade dazu bei. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier, egal wie fest ich drücke, der Motor ist fest. Da geht tatsächlich gar nichts mehr. Heißt, Motor jetzt raus. Ich habe da, guck mal, stehen bleiben. Ich habe hier jetzt noch einen 50er, den ich im Regal liegen hatte, vorübergehend, bis ich mir einen 70er wieder geholt habe. Bisschen ready gemacht, Kreuzschliffer da noch von innen, muss nur noch natürlich sauber gemacht werden. Genau, keine Ahnung, wie viel der gelaufen hat. Marke RMS, heißt irgendein Nachbauzylinder. Leider nichts Originales. Ja, und den bauen wir jetzt hier ein. Heißt, den Motor raus, Motor auf die Werkbank und dann gucken wir uns das Übel da drin mal an. Also ich bin echt gespannt, ob ich den Zylinder da normal runter bekomme oder ob ich den da runter kloppen muss. Ja, 10 Minuten später, Motor ist draußen. Jetzt hier die Abdeckung abschrauben, Zündkerze raus, obwohl die kann eigentlich drin bleiben, Auspuff ab, die hintere Abdeckung ab und dann versuchen wir mal den Zylinder runterzunehmen, ne? Den Booster habe ich jetzt da vorne in die Ecke gelegt. Puh, bin ein bisschen außer Atem, das ist ganz schön anstrengend alleine. Vor allem in einer voll verkleideten Booster. Ich habe es ja schon mal gemacht, wo die Verkleidung hinten noch nicht dran war. Da konntest du easy die überall hochheben. So war das jetzt alles ein bisschen schwieriger. Reifen kann ja drauf bleiben. So, Auspuff ab, jetzt noch die Abdeckung, aber ich rauche jetzt erstmal eine. Bis gleich. So, wir haben jetzt, ich habe die Abdeckung jetzt abgeschraubt. Philipp ist auch da erstmal. Moin, moin, moin. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht. Nicht filmen, ne? Ja, ich würde jetzt sagen, zusammen öffnen wir jetzt den Kopf, Philipp darf filmen. Bist perfekt gekommen. Perfekt. Aber mach nicht wieder Finger ins Bild. Nein, ich versuche. Was denkst du, wie es aussieht von ihm? Ich weiß ja nicht, wie es angehört hat. Und dann bin ich rechts rangefahren und dann ist die ausgegangen und dann habe ich die versucht wieder anzukicken und dann hat die noch lauter gemacht, dann ist die wieder ausgegangen, habe ich mit Choke versucht anzumachen, dann lief die auch eine kurze Zeit, aber auch mit den Geräuschen und ich war ja, keine Ahnung, 700 Meter, 800 Meter von zu Hause entfernt, dachte ich mir, komm, ist eh Schrott jetzt, fährst du noch das Stück, 2 Meter gefahren, ausgegangen, Motor fest. Fest. Der ist fest. Der ist nicht fest. Hä? Oder? Aber hat auch nicht so ganz gut angehört. Ne? Da kommen Stücke raus, Flo. Da kommen Stücke raus? Die Stücke sind gerade rausgekommen. Das ist auf jeden Fall dann ein schöner Kolben, wahrscheinlich ein schöner Kolben für mein Regal zu Hause, ne? Da habe ich schön die ganzen Kolben auf jeden drin. Fall. Komm mal ein bisschen näher mit der GoPro.
What the fuck? Ja. Digga, guck dir das an. Was? Was ist das? Ich weiß es nicht. Aber der Zylinder sieht noch teilweise gut aus von innen. Was ist denn jetzt hier, was hat sich denn hier verabschiedet? Komm, ah. Ach du Scheiße. Der Kolben ist hier komplett weggebrochen, Digga. Ja, Flo, Motor spalten, ne? Ja, ne, mit Bremse, ich würde sagen, den Motor mit Bremsreiniger aufspülen. Und hoffen, dass der 50er dann nicht frisst. Aber das hier... Das hier ist schon echt hardcore. Digga, der Kolben ist einfach komplett dick weggebrochen, ne? Der ist so hart weggebrochen. So was Wort, Jungs. Alter, was ist da passiert? Ja, guck mal hier, Digga. Oh! Das sieht gar nicht gut aus. Alter, vor allem, guck mal, das sieht mir ganz stark nach Zündkerze aus. Wollte ich auch gerade gesagt haben. Meinst du deswegen der Zündkerze jetzt? Ja, aber nee, die ist doch noch hier drin. Und also ja. Die ist klar, die ist hochgeprügelt, weil die ganzen Stücke... Das ist wegen der Verbrennung zu heiß. Ja, genau. Meinst du? A few moments later. So, der Motor ist wieder zusammen. Das letzte, was ich gesehen habe, wie ich den zerbrochenen Kolben hier rausgeholt habe. Der sieht auf jeden Fall gut aus. Der Zylinderkopf sieht auch dementsprechend aus, aber der Zylinder hat an sich da keine Riefe, keine spürbare Riefe. Heißt, den könnte man rein theoretisch, wenn man den sauber macht und neu einmal mit hohem Werkzeug durchhohen, könnte man den fahren, ne? So, aber das da muss jetzt da wieder rein. Philipp hat Bock anscheinend. So. Kannst du das Motorbolzen, oder? Ja. Einfach hier. Schon mal einfach einen Motor eingebaut. Oder sollen wir es ganz einfach machen? Sollen wir die Buchse hinlegen? Wie legen? Nimm ja, auf die. Passen? Ja. Einfach. So habe ich das beim letzten Mal nämlich auch gemacht. Ich hoffe nur, der Tank läuft jetzt nicht aus. Ach so. So. Okay, Scheiße, da liegt auch wieder. Jetzt. So. Schraube fürs Federbein. Mhm. Ja, runter. Hoch. So. Tada! Nach Hause fahren. Da steht sie wieder. War ja auch gar kein Akt. 3 Minuten haben wir gebraucht dafür. Rekordzeit. Rekordverdächtig. Was mit dem Seitenständer? Ja. Ach ja. Kurz vorbei. Schnauze. Ja, ich schraube jetzt alles fest und dann sehen wir uns beim First Start wieder und ich hoffe, der Hobel läuft. Glaube ich auch. So, First Start. Motor ist drin mit den 50 Kubik, 17 halber Vergaser jetzt drauf. Gucken, ob der Hobel rennt. So muss das. Ich würde jetzt erstmal ein paar Minütchen so laufen lassen. Zylinder war lange nicht mehr verbaut, der qualmt ja auch ordentlich raus. Natürlich noch alles mit Öl eingeschmiert. Und das, falls da jetzt noch irgendwo Späne drin ist, dass das jetzt erstmal da drin pulverisiert. Ich hoffe, das frisst nicht. Und irgendwie macht mein Rücklicht da ein bisschen Fatzen. Da jetzt.
vorne funktionieren auch noch alle Spinnweben hier drauf direkt. Ja, ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich mir sicher bin, dass der Roller auf jeden Fall einwandfrei zu 100% funktioniert. Eventuell dann gleich sogar noch zu einem Testride. Hör mal auf, Digga, da spritzt die ganze Benzin ein. Ey, Digga, die geht gefühlt besser auf wie mit dem 70er, ne? Ja. Digga, was hast du hier umgestellt? So, es ist jetzt echt dunkel geworden. Probefahrt habe ich jetzt leider nicht gemacht. Ich habe jetzt auch den falschen Helm dabei, um die GoPro auf dem Nachhauseweg dran zu machen. Ich würde dennoch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich denke mal, dass ich jetzt bei der Booster mir am Montag einen 79er holen gehe und dann den 50er erstmal platt fahre und dann den 70er liegen habe. Oder wahrscheinlich auch nicht. Aber egal. Ich habe mich jetzt schon verabschiedet und noch was gesagt. Und deswegen sage ich es jetzt nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao.